bitte nicht mehr hinaus. Bitte nicht rausgehen. Raus! Raus jetzt! Und laden ein zum Schmaus. Wie ist es anzufangen? Wie ist es anzufangen? Die sind mir zu hoch und fern. Ich sehe sie hangen und prangen und kann sie doch nicht erlangen. Und doch hätte ich einen gern. Da kam der Wind aus dem Westen und schüttelt den Baum geschwind und weht herab von den Ästen den allerschönsten und besten. Hab Dank, du lieber Wind. Tiefer. Hä? Ist das jetzt ein L oder ein T?
man aus dir macht? Apfelsaft! Meine Damen und Herren, seinen Namen hat der Vierwaldstätter See von den vier hier angrenzenden Waldstätten, den Kantonen Uri, Schwyz, Unterweiden und Luzern. Um den
den See herum, Moment, darf ich einmal kurz? Um den See herum sehen Sie die bekannten Aussichtsberge Rigi, Pilatus, Stansahorn, Birkenstock, Hütten und Uri-Rotstock. Auf den Bergen kann man bis in den Sommer hinein Schnee finden. Schnee? Im Sommer? Die Leute in Uri sind wohl sehr stolz auf ihren Schnee im Sommer. Außerdem habe ich Hunger. Sind wir bald da? Käse vielleicht? Nein, danke. Magst du wohl unseren Käse nicht? Käse! Das mag ich doch nur auf Pizza! Meine liebe Reisegruppe, historische Bedeutung hat der Vierwaldstätter See. Historische Bedeutung hat der Vierwaldstätter See durch den Freiheitskampf der Schweizer Eidgenossen gewonnen. Die Waldstätten lagen inmitten der Besitzungen der Habsburger. Albrecht von Habsburg wollte die Waldstätten in Abhängigkeit von Österreich bekommen, um Zölle zu kassieren. Die Forscher nehmen an, dass es sich bei dem als Gessler bekannt gewordenen Landvogt um den Ritter Konrad von Tillendorf handelt, der wohl eher unfreiwillig in diese Gegend kam. So viele Berge, ich will sie nicht sehen. Sind wir bald da? Ja, jetzt sind wir endlich da. Na, endlich. Ja, wir sind da. Das ging aber flott. In diesen Gegenden gibt es wohl sehr viel Inzucht. Er läuft ja auf dem Wasser. Aber das sind doch keine Fische mehr, sondern Schafe. Kommt jetzt! Ja, kommt, Dina! Ja, genau, jetzt kommt doch! Bekannte Stätten, meine Damen und Herren! Bekannte Stätten des Freiheitskampfes sind das Hügel, die Hohle Gasse und die Felsplatte, benannt nach dem berühmten Wilhelm Tell. Da kommt der Tell aus Birk. Um Gottes Willen, Fährmann, euren Kahn! Kahn? Nun, was gibt's so eilig? Eilt! Sie sind mir dicht schon auf den Fersen. Des Landvogts Reiter kommen hinter mir. Landvogtsreiter? Gott sei euch gnädig! Was habt ihr getan? Mein gutes Hausrecht habe ich ausgeübt. Am Schänder meiner Ehr und meines Weibs. Des Kaisers Burgvogt. Ich habe ihn erschlagen! Erschlagen? Erschlagen? Schlagen? Frisch, Fährmann! Schaff den wieder mal hinüber! Geht nicht! Geht nicht! Ein schweres Ungewitter ist im Anzug!
Ihr müsst warten. Warten? Warten? Ich kann nicht warten. Jeder Aufschub tötet. Tötet? Tötet? Wir werden beide sterben, wenn wir jetzt fahren. So sterbe ich also. In Feindeshand. Das nahe Rettungsufer im Gesicht. Dort drüben liegt es. Willst du fahren? Nein, nicht ich. Nicht ich? Nicht ich. In Gottes Namen, Ben, gib her den Kahn. Ich will's mit meiner schwachen Kraft versuchen. Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Der Überlieferung nach ließ sie der Landvogt Gessler erbauen. Und die leibeigenen Bauern mussten unter der schweren Fronarbeit leiden und wurden von den Aufsehern gepeinigt. Freiheit Land!
man ihn auf hoher Säule, mitten in Altdorf, am höchsten Ort. Und dies ist des Landvogts Will und Meinung. Dem Hut sei gleiche Ehre, wie ihm selbst geschehen. Man soll ihn mit gebogenem Knie und mit entblößtem Haupt verehren. Verfallen ist mit seinem Leib und Gut dem Könige, wer das Gebot verachtet. Kommt, Herr, lass uns gemeinsam kämpfen. Noch stehst du unversehrt. Willst du erwarten, bis er die böse Lust an dir gebüßt? Der kluge Mann baut vor. Nein! Nein! Nein? Doch! Wir könnten viel, wenn wir zusammenstünden. Beim Schiffbruch hilft der Einzelne sich leichter. So kalt verlassen die gemeine Sache. Ein jeder zählt nur sicher auf sich selbst. Verbunden werden auch die Schwachen mächtig. Der Starke ist am kräftigsten. Der Starke ist am kräftigsten. Am mächtigsten alleine. So kann das Vaterland auf euch nicht zählen, wenn es verzweiflungsvoll zur Notwehr greift. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie das Rütli, eine Bergwiese auf dem Grunde der Ulner Gemeinde Seelisberg am westlichen Ufer des Ulner Sees. Der Ulner See ist übrigens ein armes Vierbeinstädter See. Der Legende nach wurde auf dieser Wiese das Bündnis zwischen den drei Urkantonen Uri, Schwyz und Unterweiden geschlossen, der sogenannte Rütli-Schwur. Hört! Hört! Eidgenossen. Wir stehen hier statt einer Landsgemeinde und können gelten für ein ganzes Volk. Gelten dann auch die Frauen? Und die Ausländer? Und die rumänischen Einwanderer zweiter Generation? So lasst uns tagen nach den alten Bräuchen. Also doch ohne Frauen. Was ungesetzlich ist in der Versammlung, entschuldige die Not der Zeit. Dann mach doch einfach wieder ein Volksbegehren. Doch Gott ist da, wo man das Recht verwaltet. Und unter seinem Himmel stehen wir. Aber die Einwanderer stehen doch unter dem gleichen Himmel, oder? Wir stiften keinen neuen Bund. Es ist ein uralt Bündnis von Pferderzeit, das wir erneuern.
Wissen, Eidgenossen, ob uns das See, ob uns die Berge scheiden und jedes Volk für sich selbst regiert. So sind wir eine Stammesdorf um Lutz und eine Heimat ist, aus der wir zogen. Und wenn mein Bruder jetzt eine Deutsche heiratet, ist sie dann auch Schweizerin? So lasst uns den Eid des neuen Bundes schwören. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern. Was ist jetzt mit den Einwanderern? Also gut, nur wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern. In keiner Not uns trennen und Gefahr. Aber von der deutschen Frau muss sich mein Bruder dann trennen, oder? In fast keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie unsere Väter waren. Heißt jetzt frei. Frei von Ausländern, Eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Man soll ihn mit gebogenem Knie und mit entblößtem Haupt verehren. Verfallen ist mit seinem Leib und Gut dem Könige, wer das Gebot verachtet. Papa! Hey, Papa, ich hab Hunger! Ja! Hey, Papa, hast du mal einen Apfel für mich? Siehst du hier einen? Hey, Papa, schieß mir doch den Apfel da hinten. Das kannst du doch so gut. Nein, jetzt nicht. Komm weiter. Halt! Der Hust! Verachtest du so den Kaiser, Tell? Und mich, der hier an seiner Stadt gebietet, dass du die Ehre versagst dem Hut, den ich zur Prüfung des Gehorsams aufgehangen. Nun, Tell... Weil du den Apfel triffst vom Baume auf 100 Schritte, so wirst du deine Kunst von mir beweisen müssen. Nimm die Armbrust, du hast sie gleich zur Hand. Und mach dich bereit, einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen. Und wie er sich geistig und körperlich auszudrücken.
auszurichten hat. Der Übende befindet sich in einem Zustand hochverdichteter Konzentration, sodass für andere Gedanken kein Platz mehr ist. Um das wahre Wesen des meditativen Zen-Armbrustschießen zu erlernen, muss man den Blick nach innen richten. Die Scheibe wird zum Spiegel unserer Seele. Dass wir hier in der Schweiz seit neuestem auch eine japanische Wurmgattung haben, wurde anscheinend von einem Apfel eingeschleppt. Apfel, 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 Apfel. Weil du den Apfel triffst vom Baume auf 100 Schritte. So wirst du deine Kunst von mir beweisen müssen. Nimm die Armbrust, du hast sie gleich zur Hand. Und mach dich bereit, einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen. Apfel, Apfel, Kopf. Herr, was verlangt ihr von mir? Nein! Eher sterbe ich! Apfel! Ich will deinen Tod nicht! Ich will den Schuss! Apfel! Lass genug sein, Herr! Unmenschlich ist, also mit deines Vaters Angst zu spielen! Ja, Apfel! Na und? Diener, stellt den Knaben in 100 Fuß Entfernung auf! Hä? 100 Fuß? So viele Füße haben wir noch gar nicht. Öffnet die Gasse. Platz! Platz! Thank you.
Apfelholz gibt es an die 100 verschiedenen Apfelsorten. Besonders zu empfehlen sind der Zürichapfel, der weiße Klarapfel, der Sommergewürzapfel, die Schafsnase, Schmutzapfel, Schnitzapfel, Stolpi, Näckliapfel, Bölleapfel und der Eckerliapfel. Ende der Welt, oder? Durch diese hohle Gasse müssen wir, Herr Landvogt. Aber da passen wir doch gar nicht durch! Die ist doch nicht hohl! Mann, seid ihr hohl! Wir brauchen eine Gasse! Hopp, hopp! Gasse, Gasse! Wir wollen nicht noch Theater spielen! Ich hab Hunger. Sind wir bald da? Zur Immenstadt wird ein kleiner Imbiss für Sie zubereitet. Oh gut, gibt's dann da auch Hammelfleisch? Nee. Oder noch besser, Apfelkuchen. Ja, Apfelkuchen. Oh gut, dann weiter. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's. Oh, danke. Halt! So war das gar nicht. Das war ganz anders. So war das. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Hula, geht's doch gar nicht! Bei manchen Menschen frage ich mich echt. Es führt kein anderer Weg nach Küsnacht. Hier vollend ich's. Die Gelegenheit ist günstig. Dort, der Holunderstrauch verbirgt mich ihm. Dort, der Holunderstrauch verbirgt mich. Dort, der Holunderstrauch verbirgt mich. Von dort herab kann ihn mein Pfeil erlangen. Durch diese hohle Gasse müssen wir, Herr Landvogt. Hunger, Apfelkuchen, Hammelfleisch, Apfel, Hunger, Hammelfleisch, Apfelkuchen, Apfel, Hammelfleisch, Apfelkuchen, Hunger, Apfel. Die armen Kindlein, die Unschuldigen, das treue Weib muss ich vor deiner Wut beschützen, Landvogt, als du mit grausam teuflischer Lust mich zwangst, aufs Haupt des Kindes anzulegen. Damals gelobt ich, dass meines ersten Schusses nächstes Ziel dein Herz sein sollte. Was ich mir gelobt, ist eine heilige Schuld. Ich will sie zahlen. Schmerz, Blut, Hammelfleisch, Apfelkuchen, Hunger.
Schmerz, Blut, Hammelfleisch, Apfelkuchen, Hammelkuchen, Apfelfleisch, Hammelapfel. Hoppla! Hast du eigentlich den Erste-Hilfe-Kurs? Nee, und du? Nee, aber dafür kann ich gut Apfelkuchen backen. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Na, dann packen wir es mal an. Da bewegt sich nicht. Versuchen wir es noch mal. Er rutscht keinen Zentimeter. Es ist zu spät. Der Vogt ist tot. Das Land, es war frei! Ja! Thank you.
Applaus.